Wurzellos. Wurzellos bedeutet, dass etwas keine Wurzeln hat. Es gibt zum Beispiel auch in der Pflanzenwelt Pflanzen ohne Wurzeln. Es gibt zum Beispiel Parasiten an Bäumen, die ganz wurzellos sind und trotzdem an den Bäumen leben können. Wurzellos heißt ohne Wurzeln und man spricht auch von Menschen, dass sie wurzellos sind, ohne Heimat und ohne Halt. Es gibt in dieser Hinsicht auch einen wurzellosen Abenteurer. Letztlich bist du wurzellos in dieser Welt und hast die Wurzeln in Gott. Manche Menschen bedauern es, dass sie in dieser Welt sich wurzellos fühlen. Vielleicht hatten sie eine schwere Kindheit, vielleicht sind sie nicht bei ihren Eltern aufgewachsen, vielleicht sind ihre Eltern öfters umgezogen. Vielleicht haben sie sich von Anfang an in ihrer Familie nicht wohlgefühlt. Aber die Erfahrung der Wurzellosigkeit ist nicht nur schlecht, denn eigentlich stammst du nicht aus dieser Welt. Eigentlich stammst du von einer anderen Welt. Du bist Seele. Du hast einen Astralkörper. Mit deinem Astralkörper hast du dich in dieser Welt inkarniert. Und in dieser Welt geht es auch weiter. Du bist wurzellos. Du gehörst nicht irgendwo dazu. In der Familie, in der du aufgewachsen bist, bist du nicht verwurzelt. Du hast schon so viele andere Familien gehabt. Ja, es kann psychologisch hilfreich sein, sich irgendwo verwurzelt zu fühlen, irgendwo eine Heimat zu haben. Aber das ist nur ein Scheingefühl. Vielleicht liegt in deinem Gefühl der Wurzellosigkeit eine besondere Stärke, eine besondere Fähigkeit, deine Wurzeln tiefer zu suchen, nämlich tief in deiner Seele, jenseits von Herkunft der jetzigen Familie, jenseits von deinem physischen Zuhause, jenseits von deiner irdischen Heimat. Deine wahre Wurzel ist Gott, dein tieferes Selbst.